23 Bundesliga wurde heute das dritte Saisonrennen ausgetragen. Und bevor wir Ihnen diese Bilder davon zeigen, blicken wir kurz ein Jahr zurück. Damals gab es nämlich in Berchtesgaden bei den U23 Bergmeisterschaften einen sensationellen und wohl auch einmaligen Thüringer Erfolg. Denn da standen mit Toni Martin, Florian Frohn und Oliver Giesecke gleich drei Fahrer des Thüringer Energieteams auf dem Siegerpodest. Und der Meister Toni Martin fährt inzwischen bei den Großen als Profi beim T-Mobile-Nachfolger Heiroth. Ja, und die beiden anderen haben jedoch die Altersgrenze dafür noch nicht erreicht. Sie starteten heute mit dem Thüringer Team erneut bei einer U23-Bergmeisterschaft. Dieses Mal in Untergriesbach bei Passau. Doch bevor es so richtig losgehen kann, wird erst noch das Arbeitsgerät auf Herz und Nieren geprüft. Schließlich sind Bremsen und vor allem Schaltung wichtig, wenn es in die Berge geht. Wir fahren bei so extrem bergigen Rennen natürlich teilweise andere Übersetzungen als bei den flacheren Rennen. Und da muss man dann schon nochmal prüfen, ob auch alles richtig funktioniert. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Um nichts dem Zufall zu überlassen, haben die Thüringer die Meisterschaftsstrecke gestern schon einmal getestet. Haben schon mal die Kurven abgefahren und die Berge. Und ich denke, es ist gut zu fahren und ich denke auch, dass sie uns entgegenkommen sollte. Für alle Start Punkt 13:30 in der größten Mittagshitze auf dem Markt von Untergriesbach. Im Feld der 150 Fahrer nicht nur die Starter der U23 Bundesliga, sondern auch einige ältere Profis, die sogenannten Elitefahrer. Die Runde, 12,2 Kilometer lang und 10-mal zu absolvieren, verlangt von den Fahrern nicht nur wegen der schwülen Hitze alles ab. Lange steile Anstiege, Wechsel mit rasanten Abfahrten. Bereits nach wenigen Runden ist klar, eine Mannschaftstaktik wird es hier heute nicht geben. Wenn von Anfang an richtig hart gefahren wird, dann kann es auch durchaus möglich sein, dass man nach zwei, drei Runden sagt, okay, jetzt ist die Zeit der Helfer vorbei und die Kapitäne sind auf sich gestellt. Aber wenn es ein sehr taktisch geprägtes Rennen ist, wo lange gewartet wird und niemand so richtig die Karten auf den Tisch legen will, dann kann es auch durchaus sein, dass noch bis rein ins Finale die Teamarbeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Das wird sich zeigen. Bereits nach vier Runden ist für den Drittplatzierten des Vorjahres Schluss. Oliver Giesecke muss den hohen Temperaturen knapp unter 30 Grad Tribut zollen. Trotz vieler fleißiger Helfer an der Strecke, die Fahrer immer wieder erfrischen. Etwa zur Hälfte des Rennens ist er allein vorn. Dirk Müller vom Team Sparkasse. Der 34-Jährige wird verfolgt von einer fünfköpfigen Gruppe. In der ist auch der Silbermedaillengewinner der letzten Meisterschaft, Florian Frohn, vertreten. In der letzten Runde dann die Entscheidung. Björn Papstein macht sich allein aus dem Staub. Der 32-Jährige vom 3C-Team spielt all seine Routine aus und lässt den mehr als 10 Jahre Jüngeren keine Chance. Hier hat am Ende David Rösch vom Team Rothaus die größeren Kraftreserven und wird deutscher Bergmeister in der Kategorie U23. Wie schon im Vorjahr zweiter Platz und damit die Silbermedaille für Florian Frohn vom Thüringer Energieteam. Das ist aller Ehren und wohl auch mehr als nur ein Küsschen wert. Ja, und Freude gab es auch bei den